Dzień dobry Państwu. Nochmal. Ich möchte mich nochmal bedanken bei den Gastgebern. Ich bin nicht zum ersten Mal hier, wahrlich nicht. Jedes Mal werde ich aber sehr freundlich, sehr, auch sehr gütig begrüßt, ja, wofür ich mich sehr herzlich bedanke. Ich bin kein Fotograf, kein Plastiker. Ich bin eigentlich Filmemacher bzw. Kameramann. Meine Arbeiten wurden, glaube ich, schon vor 2 Jahren hier gezeigt. Als Kanaldeckel, wenn ich das richtig verstehe, sind eine ziemlich objektive Darstellung der Realität. Ich habe Anja auch schon davon überzeugt, dass mich das Fenster seit jeher interessiert hatte, als Leitbegriff. Während der Einlassprüfungen für die Kunstakademie wurde ganz oft das Fenster als Thema vorgegeben für Bewerber, Studienbewerber. Und es gab da ganz verschiedene Konnotationen, das Fenster zur Welt, das Spiegelbild im Fenster und so weiter. Hier wurde auf eine dunkle, in einem dunklen Fenster etwas Spannendes vorgestellt auf Bleiglasbildern. Das sind Dinge aus meiner Region, aus Łódź. Es sind praktisch Diapositive. Das Licht, das von außen hineinfällt, projiziert diverse Dinge auf die Wände, wirft sie. Wie Sie denken da vielleicht an Gaudí Sagrada Familia und in Barcelona. Dort sehen Sie keine darstellenden Fenster. Und das Licht wiederum, wie hier bei uns, gibt dann, wenn es hineinfällt, ein ganz charakteristisches Projektionsbild auf den Böden dort, auf den Fußböden. Es ist ein faszinierendes Projekt. Wir haben das hier mit Marek Kuźmiak gemacht. Er war stur dabei, dass wir nur das umsetzen wollen. Nur das Bleiglasfenster, obwohl wir mehrere Themen hatten. Es wurde jedoch dann so eingeschränkt. Und das ist auch gut so, dass wir dabei blieben. Wenn Sie sich das anschauen, diese Fragmente, die sind ja entsprechend von uns entfernt, von uns als Publikum, dann sehen Sie das erwartete Bild. Mit der Hilfe des hier anwesenden Eigentümers haben wir eigentlich, sind wir zusammen auf so eine Verbindung gekommen, ja, dass diese Bleiglasfenster praktisch zu Fenstern auch geworden sind in unsere Seele, weil wir uns ja selbst auch sehen in den Fenstern. Ich bin ja kein Individualist, ja, beziehungsweise kein individueller Künstler. Ich bin beziehungsweise war, altersbedingt, Kameramann. Ich beobachte ja, die Realität um mich herum. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich lade herzlich ein, sich das Kunstwerk anzuschauen.